Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir im Raum sitzt mein geschätzter Kollege Rechtsanwalt Lars Ullenfeld. Mensch, vielen Dank für diese warmen Worte. Ja, ich bin wieder da und freue mich auf eine weitere Ausgabe zum Datenschutz. Genau. Heute haben wir nochmal den betrieblichen Datenschutz oder Arbeitnehmerdatenschutz im Fokus. Und auch dazu habe ich eine ganze Reihe von Fragen aus Seminaren und aus sonstigen Anfragen, die wir hier so per Facebook oder E-Mail oder so weiter bekommen. Und vielleicht magst du ein paar einleitende Worte zum Beschäftigten-Datenschutz loswerden. Ist das besonders geregelt, zum Beispiel im Bundesdatenschutzgesetz? Gibt es dazu eigene Abschnitte oder und natürlich auch? Ganz kurz noch, vielleicht auch finden sich auch neue Vorschriften vielleicht in der ab Mai geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung? Also es gibt im Moment schon einen sehr kurz gehaltenen Abschnitt. Die Bundesregierung hat immer mal wieder probiert, irgendwie da das so ein bisschen auszudehnen. Irgendwann haben sie dann gesagt, irgendwann kommt ja die Datenschutzgrundverordnung, dann machen wir es dann einfach. Es wird jetzt also so ein bisschen ausführlicher. Ah ja. Nicht sehr viel, aber so ein bisschen. Das heißt also wahrscheinlich, dass Grundprinzipien eigentlich anzuwenden sind. Die Grundprinzipien sind anzuwenden, genau. Und dann gibt es halt einfach so ein paar speziellere Sachen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich an die Grundprinzipien hält, ist man schon mal ganz gut dabei. Und wichtig ist, die Arbeitnehmerdaten können genauso sensibel sein wie die Kinderdaten und Elterndaten. Oh ja. Also man sollte sich da nicht auf den Zufall verlassen, sondern man sollte da einfach tatsächlich darauf bedacht sein, mitzudenken und mitzumachen und entsprechende Einwilligungen zu holen oder zu überlegen, brauche ich diese Daten oder nicht. Und natürlich auch, wie heißt es so schön dann, diese allgemeine Formulierung, einen angemessenen Schutz sicherstellen. Der Schutz muss angemessen sein, genau. Genau, das heißt also auch hier wahrscheinlich ein abgeschlossener Aktenschrank, möglichst vielleicht aus Metall oder was auch immer, oder und ein abschließbares Büro wahrscheinlich, ne? Das, genau. Oder wenn die Daten eben weitergehen an das Buchhaltungsbüro für die Abrechnung, dass dann da ein vernünftiger Auftragsdatenverarbeitungsvertrag besteht. Das heißt, dass klar ist, auf welcher Grundlage werden diese Daten da an dieses Büro weitergegeben, auf welcher Grundlage verarbeiten die da diese Daten. Das muss schriftlich geregelt sein. Okay. Und dann ist man... Müssen die einem dann auch versichern, dass sie da... Man muss sich tatsächlich so selber versichern. Okay. Das heißt, man müsste eigentlich theoretisch entweder hingehen und nachgucken, ob die das richtig machen. Oder man lässt es sich eben tatsächlich, weil manchmal kann man es ja nicht, man lässt es sich dann entsprechend versichern, indem die einem da so ein Schriftstück geben. Wir sichern zu, dass wir diese und jenen Maßnahmen einhalten oder betreiben, damit die Daten sicher sind. Okay. Gut, dann fangen wir, glaube ich, mal einfach an mit weiteren konkreten Fragen, die wir hier so vorliegen haben. Als erstes springt mir hier ins Auge, dürfen Dienstpläne öffentlich für die Eltern ausgehängt werden? Also am schwarzen Brett mit Namen natürlich, ja? Also ja, Dienstpläne. Mit Klarnamen, ja, genau. Ja. Man kann sich natürlich vorstellen, warum Eltern das gerne wollen. Ja. Andererseits, also nämlich, weil sie wissen wollen, okay, bringen wir das Kind lieber ein bisschen früher oder lieber ein bisschen später. Andererseits haben sie ja den Betreuungsvertrag, der so und so viele Stunden pro Tag vorsieht. Ja. Wenn sie also, der sich am Bedarf orientieren soll. Okay. Wenn sie also schaffen, zu sagen, nee, da kommt die Susanne nicht, da bringe ich mein Kind nicht, da könnte man sich natürlich überlegen, okay, bringt die ganze Förderung dann überhaupt was? Ja? Weil die Förderung soll ja eigentlich auch dazu dienen, dass sich die Kinder in unterschiedlichen Situationen zurechtfinden. Ne? Könnte man durchaus drüber nachdenken. Und dazu gehören halt auch unterschiedliche Erzieher, unterschiedliche Kinder möglicherweise und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Frage ist, dürfen die Dienstpläne ausgehängt werden? Ist umstritten. Also ich würde sagen, nein. Weil, also öffentlich, in Gruppenraum oder im Forum und so weiter. Nein, weil es geht die Eltern einfach nichts an, ob irgendwer jetzt gerade mal eingeteilt ist oder nicht. Und warum ist der jetzt 3 Tage hintereinander nicht eingeteilt? Und dann kommen diese Fragen. Den will man sich nicht aussetzen. In dem Pausenraum oder wo auch immer, wo nur die Mitarbeiter Zutritt haben, da muss es ja aushängen. Weil sie müssen wissen, arbeite ich mit dem, kann ich mit dem vielleicht tauschen oder irgendwas. Die müssen also wissen, wer wann arbeitet. Ja, okay. Aber im öffentlich zugänglichen Bereich nein. Also wenn das so sein sollte, dann braucht man eben da auch, ne? Das haben wir ja mittlerweile gelernt, braucht man eine Einwilligung, ne? Also wenn die Erzieher damit einverstanden sind. Die ist halt im Arbeitsrecht schwierig. Ah ja, okay. Gibt es besondere Anforderungen? Nee, nicht besondere Anforderungen, aber die eine Anforderung, Freiwilligkeit, ist ziemlich schwierig zu erfüllen. Ah, okay. Weil
es gibt halt den Arbeitsvertrag und naja, welcher Arbeitnehmer sagt denn nee und riskiert dann damit möglicherweise erstmal jedenfalls den Widerwillen des Arbeitgebers und riskiert dann oder hat Angst, dass er riskiert, dass sein Arbeitsverhältnis, ob sein Arbeitsverhältnis weiter entsteht. Okay, okay. Insofern ist das mit der Freiwilligkeit gerade im Arbeitsrecht so ein bisschen problematisch. Kommen wir wahrscheinlich nachher bestimmt... Das ist echt interessant, ne? Das ist wie so ein Jingle irgendwie, dass wir jedes Mal, wenn wir hier sitzen, klingelt das Telefon, als ob das jemand eingespielt würde. Immer. Aber gut, genau. Ja. Wir ignorieren es einfach. Ja. Aber jetzt habe ich meinen Faden verloren, siehst du mal. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Du hast bestimmt auch mir eine Frage mitgebracht zu so einer Fotowand von den Mitarbeitern. Ja, können wir gleich anschließen. Genau, und da geht es ja genau in die gleiche Richtung. Kann ein Mitarbeiter einwilligen tatsächlich, dass sein Foto da hängt oder nicht? Und naja, es ist möglicherweise mehr ein akademisches Problem, weil es einfach nicht zu Gerichten kommt. Yeah. Aber... Der Grundtenor, die Grundaussage ist eigentlich, nee, Arbeitnehmer können nicht freiwillig einwilligen. Ah, ja, okay. Und entsprechend haben wir einfach dieses Problem, dass der Arbeitgeber eigentlich mit den meisten Daten nicht hantieren kann, weil die Einwilligung nicht. Sieht man ja doch häufig, ne? Also das ist klar. Also vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass man sozusagen nach Ablauf der Probezeit irgendwie. Ist der vielleicht, Freiwilligkeit sowas, höher einzuschätzen ist? Ja, man könnte vielleicht auch einfach gucken, man könnte diesen Vorschlag machen, was haltet ihr davon und wenn alle begeistert sind, gleich von sich aus sozusagen, man sieht ja, wie die reagieren, dann könnte man vielleicht sagen, okay, da könnte es eine echte Freiwilligkeit sein, ja? Okay. Aber wenn jemand sagt, naja gut, wenn es unbedingt sein muss, ja, okay. Dann hat der offensichtlich eher Bedenken, dass sein Arbeitsvertrag... Klar. Also muss man ein bisschen sensibel mit umgehen als Arbeitgeber. Genau. Okay. Dann springen wir vielleicht nochmal kurz an den Anfang. Was ja heute ganz häufig der Fall ist, es trudeln Bewerbungsunterlagen per E-Mail ein. Wie ist denn das dann mit der Aufbewahrungsfrist? Was für einen Schutz muss ich daran setzen? Muss ich mich rückmelden, dass ich es gelöscht habe oder was auch immer? Oder? Also erstmal, man muss unterscheiden. Es gibt die Initiativbewerbung. Mhm. Wenn ich feststelle, ich habe keinen Bedarf und der ist nicht interessant, der sich da beworben hat, lösche ich es. Okay. Ich habe keinerlei Informationspflichten, alles klar, ich habe es bekommen und ich lösche es jetzt und du bist nicht interessant für uns, sondern ignoriere ich einfach sozusagen lösche es, damit ich los bin. Bei Initiativbewerbungen, wo ich im Moment tatsächlich keinen Bedarf habe, aber wo derjenige sehr interessant wirkt, da schreibe ich hin und sage, im Moment haben wir gerade keinen Platz. Aber ich würde mir gerne die Bewerbung aufheben, weil ich sehe in nächster Zukunft durchaus, dass wir mal zusammenarbeiten können oder dass wir uns mal zu einem Gespräch treffen. Okay. Darf ich diese Daten aufheben? Das muss man dann fragen. Okay. Das muss man dann fragen und dann sagt derjenige ja oder nein und entsprechend lösche ich oder hebe ich auf. Okay, okay. Wenn ich eine Ausschreibung gestartet habe und Bewerbung bekomme, dann sollte ich, wenn ich mich dann für einen von vielen Bewerbern entschieden habe, sollte ich die anderen Daten aufheben. Und zwar so lange, bis die Klagefrist nach dem AGG, nach dem Diskriminierungsgesetz, Antidiskriminierungsgesetz, sozusagen verstrichen ist. Okay. Das heißt, die haben, glaube ich, nach Zugang der Absage, haben sie 3 Monate Zeit, um entsprechend Klage zu erheben. 2 oder so sogar nur. Aber 2 oder 3, also wie auch immer. So 3, 4 Monate wenn man dann sagt, okay, die Gerichte müssen dann auch noch das zustellen und dieses und jenes, also 4 Monate sollte man sowas aufheben. Und schreiben Sie in die Absage bitte nicht rein, warum Sie absagen. Sagen Sie, Sie haben sich für einen anderen entschieden. Das mal so ganz nebenbei. Ja, okay. Genau. Ja, okay. Ist das arbeitsrechtliche Bonbon hier heute. Okay. am Anfang noch taucht ja auch immer wieder die Frage auf mit dem Führungszeugnis. Da hören wir immer wieder Unterschiedliches, wie das gehandhabt wird. Bleibt das in der Akte? Was passiert damit? Genau. Das erweiterte Führungszeugnis ist ja nun mal Vorschrift. Man muss es einsehen. Ja, der Träger darf eben keinen anderen beschäftigen, ne? Bei dem einschlägige Einträge vorliegen. Genau. Das heißt, es steht aber, glaube ich, tatsächlich drin, er muss es einsehen. Und das heißt eben nicht, er muss es ablegen. Sondern er bekommt es vorgelegt und dann macht er sich eine Notiz. Ich habe am heutigen Tag Datum. Ja.
das Führungszeugnis des Mitarbeiters oder des Bewerbers vom so und so vielten, also das Datum des Führungszeugnisses, eingesehen, und es enthielt keine einschlägigen Vorstrafen oder Einträge. Und dann geht das Führungszeugnis zurück oder wird vernichtet, je nachdem, was der Mitarbeiter möchte. Das heißt, ich als Träger belaste mich nicht mit diesen Führungszeugnissen. Mhm. Wenn die da sind, dann verschwinden die und dieses und jenes. Ich will die gar nicht haben. Außerdem muss ich ja regelmäßig das Neue, das Aktuelle einsehen. Irgendwann wird die Akte so schnell, so dick. Mhm. Was heißt denn regelmäßig bei der Gelegenheit eigentlich? Also in Berlin... Du stehst ja im Gesetz, ne? Durch regelmäßige... Genau, in Berlin, beziehungsweise eigentlich fast überall, wird so irgendwie von den Aufsichtsbehörden regelmäßig sowas von 5 Jahren gesagt. Halten wir für ein bisschen knapp, beziehungsweise für ein bisschen zu lang, weil in 5 Jahren kann ja enorm viel passieren. Mhm. Also ein bisschen öfter würden wir es machen. So alle 3 Jahre, denke ich, ist eine ganz gute Zahl. Und dann kann man das meiste noch ganz gut abfangen, was möglicherweise sich entwickelt. Ja, okay. Gut, dann am Anfang möchte ich natürlich auch, das taucht auch immer wieder auf, die Frage, wie sieht es denn mit dem Impfstatus aus? Kann ich darüber tatsächlich Auskunft verlangen? Weil das interessiert mich natürlich sehr, ja, ob wie oft jemand möglicherweise ausfällt, wenn Infektionswellen irgendwie durch die Einrichtung schwappen oder wenn mal Masern wieder auftauchen. Wie sieht es da aus? Genau. Also grundsätzlich gibt es tatsächlich eine gesetzliche Verpflichtung, diesen Impfstatus abzufragen und auch zu vermerken. Der betrifft so sämtliches medizinisches Personal. Oh ja. Also in Krankenhäusern, Arztpraxen und so weiter. Da ist der Arbeitgeber verpflichtet, diesen Status abzufragen. Okay. Ist auch irgendwie also eine gesetzliche Grundlage. Genau, also. Gibt es eine verständliche gesetzliche Grundlage im Infektionsschutzgesetz. Wenn ich mich jetzt nicht ganz doll irre, aber ich meine, da habe ich es gelesen. Wenn es dafür eine explizite Regelung gibt, dann heißt es bei allen anderen nein. Gesetzlich jedenfalls nicht. Es macht natürlich irgendwie Sinn, das zu wissen. Insofern ist zum das... Zum Schutz der Arbeitnehmer. Zum Schutz desjenigen Arbeitnehmers, zum Schutz der anderen Arbeitnehmer und zum Schutz der Kinder. Es ist so ein bisschen so eine Gratwanderung. Also da gibt es keine explizite Aussage zu. Gesetzlich ist es nicht vorgesehen, aber Sinn macht es insofern. Das andere wäre dann vielleicht die Frage, also die Grundlage wäre dann, wenn man das zur Vertragsdurchführung braucht, ist das ein Einfallstor, mit dem man das verlangen kann oder sowas? Aber, naja, ist die Frage, ob man es so durchführt. Also weil der Arbeitnehmer kann ganz normal arbeiten und wenn er krank wird, wird er halt krank. Das ist in jedem Arbeitsvertrag so. Also dafür müsst ihr es nicht wissen. Insofern wäre das eher wieder so eine Frage der Einwilligung. Ja, okay. Das abfragen darf und ob der andere kann dann die Auskunft geben und kann einwilligen, dass es verarbeitet wird. Okay. Dann noch eine Sache, die auch immer auftauchte, die uns eher so von Trägern vielleicht oder Leitungen erreicht. Also tatsächlich muss ja jeder Arbeitnehmer auch Bescheid wissen über Datenschutz, also datenschutzrechtliche Grundsätze. Wie kann ich das denn sicherstellen? Muss ich da ähnlich wie zum Beispiel beim Infektionsschutz, muss ich ja auch alle 2 Jahre eine Belehrung abgeben. Gibt es sowas Ähnliches auch im Datenschutz oder wie sieht das da aus? Wie wird das Wissen weitergegeben und aufrechterhalten? Also erstmal wird das Wissen natürlich sofort vertraglich weitergegeben. Okay. Ganz einfach. Vertraglich, okay. In den meisten Arbeitsverträgen findet sich sowieso diese Verschwiegenheitsklausel, von wegen betriebliche Belange werden nicht weitergetragen. Okay, klar. Das betrifft aber eben nur die betrieblichen Sachen. Und dann muss jeder Arbeitnehmer grundsätzlich auf das Datengeheimnis verpflichtet werden. Das heißt, das ist eine gesonderte Belehrung. Da steht drin, wir verarbeiten besonders sensible Daten, nämlich zum Beispiel wir weisen euch Arbeitnehmer jetzt darauf hin, dass ihr verpflichtet seid, diese Daten zu schützen, nicht weiterzugeben an Dritte, schon gar nicht an irgendwie an der Bushaltestelle rumzutratschen, sondern dass ihr die für euch behaltet. Unter jeglichen Umständen. Und auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Ja, ja. Das ist das Datengeheimnis, darauf wird gesondert verpflichtet. Aha. Und man sollte auch regelmäßig, wieder Rechtsbegriff, aber regelmäßig darauf hinweisen, im Übrigen, ihr seid immer noch auf das Datengeheimnis verpflichtet, denkt bitte daran. Und darüber hinaus ist der Arbeitgeber, der Träger, auch verpflichtet, regelmäßig seine Mitarbeiter zu schulen bezüglich des Datenschutzes. Ah, ja? Okay. Also immer mal, wenn was anfällt oder wenn was irgendwie sich ändert, sollte er die Mitarbeiter schulen, beziehungsweise sollte sein Datenschutzbeauftragter die Mitarbeiter schulen. Das ist eigentlich die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten des Unternehmens. Und das kann eben
passieren, weil was Aktuelles anliegt, ja. Weil vielleicht was vorgefallen ist, was natürlich unschön wäre, oder weil einfach schon wieder 2 Jahre rum sind und man sich denkt, okay. Wäre mal sinnvoll. Es gibt also aber nicht diese so ganz klare, deutliche Fristen wie im Infektionsschutzgesetz existieren nicht. Das ist nur so eine, ähnlich wie beim Führungszeugnis, so eine gewisse Regelmäßigkeit, die man sich selber irgendwie zurechtlegt quasi. Ja? Genau. Okay. Und die man halt auch, wenn was passiert, ja. Wenn also irgendwie ein Datenleck aufgetaucht ist und die Aufsichtsbehörde kommt und fragt nach, okay. Wie wird denn das bei Ihnen gehandhabt, dann ist es halt einfach gut, nachweisen zu können, hier alle regelmäßig einmal im Jahr bei der Teamsitzung, nämlich immer im November, ist das Thema Datenschutz und dazu schulen wir. Nun ist gerade Oktober, ist also 11 Monate her, aber ist egal, wir haben trotzdem die Struktur. Wir haben die Struktur, dass wir regelmäßig schulen. Das wäre dann tatsächlich eine Sache, die die Landesdatenschutzbehörde kontrollieren würde dann auch. Zum Beispiel, da gibt's dann auch, okay. Also wenn man da nicht eine gewisse Regelmäßigkeit herstellt, kann das auch tatsächlich zu Ordnungswidrigkeiten oder Bußgeldern führen, im Zweifel. Okay. Also auch das wäre eine Aufgabe vom Datenschutzbeauftragten, habe ich jetzt gerade nochmal gehört. Vielleicht noch einmal zur Zusammenfassung, was macht der denn noch so? Oder was ist denn sonst noch so die Aufgaben? Er prüft, dass der Datenschutz eingehalten wird. Er gibt seinem Träger, als seinem Arbeitgeber sozusagen, Hinweise dazu, was möglicherweise besser gemacht werden kann oder was sicherer gestaltet werden kann. Er ist nicht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es umgesetzt wird. Kann er nicht, weil er ist halt nicht der Vorstand, er ist nicht der Geschäftsführer, sondern er ist entweder ein Arbeitnehmer innerhalb dieses Unternehmens oder er ist ein Externer. Aber er kann nicht selber das umsetzen, sondern er kann nur die Vorschläge geben. Okay. Aber zum Geben dieser Vorschläge ist er verpflichtet. Ja. Das ist seine Aufgabe. Er muss sagen, hier läuft dieses und jenes möglicherweise schief. Mein Vorschlag wäre es, zukünftig so und so zu machen. Okay. Und das sollte er wahrscheinlich auch möglichst schriftlich tun, damit er auch wieder einen Nachweis hat. Das heißt, er prüft also die Einhaltung des Datenschutzes. Er steht für sämtliche Anfragen von Betroffenen zur Verfügung. Wenn die also wissen wollen, okay, was ist jetzt hier mit den Fotos passiert, dann muss der in die Spur und muss gucken, okay, was ist damit passiert. Er ist für die Mitarbeiterschulung verantwortlich. Was haben wir noch? Er muss natürlich die ganze Dokumentation auf dem aktuellen Stand halten. Also Einwilligungserklärungen überarbeiten, er muss die Verfahrensdokumentation auf dem aktuell halten, wenn da neue Daten dazukommen. Also es ist schon durchaus ein bisschen. Okay. Jetzt hatte ich immer mal wieder von Trägern gehört, dass das jemanden zu bestimmen in der Firma, also den auch auszubilden dann und fachkundig zu machen, ne? Das ist ja das, was erforderlich ist. Das würde zu einem, wenn man dann jemanden benennt, führt zu einem gewissen Kündigungsschutz. Ist der denn dann unbegrenzt oder kann ich den umgehen, indem ich dann irgendwann sage, okay, jetzt rufe ich dich wieder ab als Datenschutzbeauftragten? Oder, ich kann ihn natürlich abberufen, das ist klar. Und der Kündigungsschutz betrifft natürlich nicht solche Sachen, wo sich der Mitarbeiter irgendwas Massives zu Schulden hat kommen lassen. Also verhaltensbedingte Kündigungen gehen natürlich trotzdem. Ja, beim Betriebsrat ja auch. Aber sonst... Sonst besteht halt dieser Kündigungsschutz. Richtig, Okay. Das heißt aber, wenn der bestellt ist, dann ist der erstmal von einer bestimmten Zeitraum bestellt oder kann ich als Erträger denn da irgendwie sagen, jetzt möchte ich nächsten Monat mal jemand anders haben? Irgendwie Er ist erstmal bestellt und man braucht einen Grund dafür, dass er nicht mehr bestellt ist. Okay. Alles klar. Okay. Wow. Achso, eine Sache habe ich noch, bevor wir auch dieses Kapitel abschließen können. Wie sieht es denn mit Kameras aus? Das kriegen wir immer wieder, also jetzt und zwar nicht mit Blick vielleicht auf die Kinder, sondern tatsächlich mit Blick auf die Mitarbeiter. Ja? Also immer wieder kommen Fragen dazu, wie sieht es im Schlafraum aus oder im Gruppenraum? Ne? Vielleicht kann ich damit meine Aufsichtsführung etwas vereinfachen oder verbessern. Oh, aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, habe ich schon immer auch, also gerade beim Schlafen so. Ne? Dass dann das Babyfon, das kennen wir da auch. Babyfon, aber auch Kameras dann... Also, was bedeutet das für Arbeitnehmer oder aus Arbeitnehmersicht? Genau, Arbeitnehmer müssen sich auch nicht ständig filmen lassen. Der Arbeitgeber, der Träger, kann selbstverständlich Kameras aufhängen im Rahmen seines Hausrechts. Das heißt, wenn er irgendwie Anlass hat, weil aus der Garderobe verschwinden ständig die teuren Kinderstiefelchen, dann hat er einen Anlass zu sagen, okay, wir müssen hier prüfen, wer tut das, vielleicht kommen wir demjenigen auf die Schliche. Dann kann er eine Kamera aufhängen und muss darüber aber informieren. Achtung, hier wird jetzt Video überwacht. Okay. Das kann er in allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Kita machen. Okay. Im Pausenraum zum Beispiel grundsätzlich nicht. Im WC auch grundsätzlich nicht. Okay. Weil Intimsphäre. Ja? Und irgendwo muss der Mitarbeiter
Und auch die Kinder müssen irgendwo einen besonderen Schutzbereich haben. Diese Räume zählen dazu. Was wichtig ist, auch wenn ich eine Attrappe aufhänge, muss ich trotzdem darauf hinweisen, dass hier Video überwacht wird. Okay. Weil die Attrappe soll ja genau diesen Effekt auslösen, dass ich das Gefühl habe, ach, da hängt eine Kamera, ich klaue jetzt hier mal lieber nicht. Okay, so, okay. Das heißt, die Wirkung ist die gleiche, ob es nun aufgezeichnet wird oder nicht. Das heißt, ich habe die Informationspflicht, ich darf es eigentlich nur in den öffentlich zugänglichen Bereichen machen und ich muss einen Grund dafür haben. Okay. Und da reichte neulich auch die Anfrage, tatsächlich, da wollte der Arbeitnehmer die Kamera aufhängen, um das Arbeitsverhalten der Mitarbeiter zu sichten und dann hinterher auszuwerten in einem Personalgespräch. Ja. Und wow. Nein, das geht nicht. Dafür kann man hospitieren. Okay. Also es geht dann tatsächlich eher um solche massiven Sachen wie es verschwinden irgendwelche Sachen oder möglicherweise taucht da immer mal irgendwer auf in der Kita, der da eigentlich nicht hingehört. Wir wollen wissen, wann, zu welchen Gelegenheiten und so weiter. Aber bei diesem Mitarbeiter überwachen sozusagen bezüglich der des Arbeitsverhaltens habe ich mal ziemliche Zweifel, ob das ist. Dieses Argument irgendwie oder diese Voraussetzung, dass das ein Anlass da sein muss, das ergibt sich so aus dem Bundesdatenschutzgesetz oder aus dem, woher kommt diese Voraussetzung? Ja. Die ergibt sich daraus. Ich kann sozusagen Daten erheben, wenn das für mich aus bestimmten Gründen erforderlich ist. Genau. Dann brauche ich auch keine gesetzliche Grundlage. Das ist die gesetzliche Grundlage. Das ist die gesetzliche Grundlage. Okay, wenn das für mich sozusagen, okay, verstehe. Okay, das ist ja auch eine sehr allgemeine gesetzliche Grundlage, dann, die für viele Bereiche dann möglicherweise herangezogen werden kann. Die ist tatsächlich in dem arbeitsrechtlichen Teil des Bundesarbeitsgerichts. Okay, explizit. Okay, gut. Ja, das waren also die Fragen, die mir hier vorliegen. Falls Sie noch weitere Fragen haben, dann, wie schon häufiger erwähnt, dann gerne per Mail an uns über Facebook, Instagram, was fällt uns noch ein? WhatsApp, genau. Die ganzen Datenschleudern, da machen wir mit. Genau. Da sehr geschützt natürlich bei uns, die Antworten. Sie müssen keine personenbezogenen Daten angeben, wir beantworten die Fragen meistens trotzdem. Genau. Ja, in diesem Sinne danke ich für das Gespräch und vielen Auskünfte und freuen uns auf den nächsten Podcast. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.